Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Heute wieder mit dem lieben Roé. Hallo, lieber Roé. Ja, hallo, liebe Kirsten, hallo da draußen. Schön, dass ihr euch wieder zuschaltet. Ja, wir haben dich letztes Mal sehr vermisst, aber nun bist du ich ja wieder auch. Da. Beziehungsweise nun bist du nicht da, denn heute gehen wir noch einmal in, ja, etwas früher live als sonst, beziehungsweise wir mussten das wieder aufnehmen, das Wochentaroskop. Denn während wir hier reden, sitzen wir auf der Autobahn in unserem Auto und fahren zurück aus dem schönen Bad Kissingen nach Hamburg. Von daher rechnet nicht mit uns, dass wir live dabei sind. Wir werden einigen Stress haben gerade. Also ich hoffe, wir sitzen dann nicht auf der Autobahn, sondern im Auto und fahren wieder zurück aus vom... Wo waren wir denn überhaupt in Bad Kissingen? Ja, beim Deutschen Astrologenverband, beim Kongress. Und wir werden sicher einiges zu berichten haben. Wo unsere Ausnahme-Astrologin Frau Magistra Kirsten Buchholzer einen super Vortrag hält. Schade, dass ihr nicht dabei seid. Na, vielleicht sind ja welche dabei gewesen. Das werden wir wissen, wenn ihr dieses Video seht. Werbung haben wir ja ordentlich genug gemacht. Jetzt aber los. Aber jetzt geht's los. Ganz genau. Es dreht sich alles um die Woche 26. September bis schon 2. Oktober. Wir gehen jetzt also wirklich Richtung Jahresende. Und heute sei gesagt, dass nachdem die Sonne in die Waage gegangen ist am Freitag, heute der Neumond stattfindet in der Waage. Ja, tatsächlich um 23.54 Uhr. Das heißt, wenn wir Glück haben, erleben wir den schon in Hamburg. Und das ist natürlich ein super Start, um in die Woche zu starten. Am 23., als die Sonne in die Waage gegangen ist, war ja auch Earth Night. Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, das Licht etwas mehr zu reduzieren an diesem Tag. Jedenfalls zu diesem Neumond ist es wahrscheinlich der ideelle Zeitpunkt, um zu sagen, ja, jetzt gehe ich hier wirklich auf Sparkurs. Denn ihr wisst ja, es wird ein interessanter Herbst, ein interessanter Winter werden. Und abgesehen davon werden nun die Tage immer kürzer, die Nachtstunden, die Abendstunden immer länger. Und ja, da ist es natürlich schön, Licht zu haben, aber vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Ja, da passt es ja wunderbar, dass man nur mehr 5 Minuten duscht, ne? Ja, wir kommen das doch schon auf 3 reduziert. Genau, wir können schon mit 3. Und wer es in 3 Minuten schafft, gibt es auch noch in 2. Oder wir gehen ins Fitnesscenter, dann sparen wir auch. Ja, das am Rande. Ansonsten ist astrologisch nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben ja weiter rückläufigen Merkur noch die ganze Woche, jetzt in der Jungfrau. Wir haben am 28., das ist dann der Mittwoch, ein Mars-Saturn-Trigon, ein harmonischer Aspekt, der uns eigentlich alle in die Kraft bringen kann, um jetzt Dinge noch ein bisschen besser zu wuppen. Das betrifft vor allem aber auch die Wassermänner und die Zwillinge. Und am 29.09., am Michaelistag, da haben wir noch etwas Schönes, da geht nämlich Venus in eines ihrer Lieblingszeichen in die Waage. Sie regiert ja die Waage neben dem Stier. Das könnte nochmal ein sehr schöner Tag werden, gerade für die Waagen, für unsere Geburtstagskinder. Ja, das ist das, was ich zu dieser Woche astrologisch sagen kann. Wir hatten die Tag- und Nachtgleiche nun und steigen jetzt wirklich in den Herbst ein. Und da haben wir uns überlegt, wir nehmen das Runenorakel, das ich ja gerade mit Christopher euch vorgestellt habe. Und Roy hat schon eine Karte gezogen. Ja, ich hab mir erlaubt, mal in den Runenberg zu greifen. Und hier ist sie schon. Damit starten wir in den Herbst. Ja. Um den lieben Christopher noch ein bisschen zu erfreuen, na, wir haben die Watz. Und diese Rune, die Watz. Du bist echt gemein. die ist eine eigentlich sehr kräftige Rune, eigentlich auch eine Siegrune, allerdings nicht eine Kampfrune. Man kann ja auf vielen Wegen seinen Sieg, seinen Gewinn
bekommen. Und diese Rune gibt uns die Möglichkeit, unsere Kräfte durch Verbindlichkeit, durch Klarheit und durch Verlässlichkeit umzusetzen. Und ich finde, das passt sehr schön. Wir haben hier im Oben das Licht, im Unten das Dunkle, also auch so ein bisschen ein Hinweis auf Tag- und Nachtgleiche. Und wir haben den guten nordischen Krieger, der uns hier zeigt, wenn es sein muss, gebe ich auch meine Kraft. Ja, das, ich finde, das passt sehr gut zur Waage. Ja. Das ist eine der Karten, ich habe ja, war ja so zwiegespalten bei dem Deck, wo ich finde, das ist sehr, ein sehr kraftvolles Bild, ne? Ja. Wie dieses Licht in die Dunkelheit dringt, das passt, finde ich, gerade ganz hervorragend. Und es kommt noch was dazu, ne? Der repräsentiert. Ja. Ne? Das passt ja auch zur Waage. Ja. Und er vermittelt vielleicht auch, du hast gesagt, dass es um Verbindlichkeit geht. Was stehen denn da noch für Wörter drauf? Ich kann das Zusage. Zusage, okay, ja, also auch Richtung Verbindlichkeit. Ja, sehr spannend. Ja. Ihr habt sicher da draußen noch andere Ideen. Ja, ihr seid ja da Runen schon vorinformiert von irgend so einem netten Münchner. Und er schaut wahrscheinlich das auch gerade. Und darum viel Spaß mit unseren wunderbaren Begleiter durch die Woche. Und damit sind wir dann auch bei den Tierkreiszeichen angelangt. Ihr wisst ja, wir wandern jetzt mit euch durch den Tierkreis. Jedes Tierkreiszeichen kriegt eine Karte als Impuls für die kommende Woche. Und welches Deck haben wir genommen? Ja, auch wieder einen nicht unbekannten. Tada! Hier Le Daro de Opposition. Des Opposition. Ich wusste es. Es kommt wieder hinten durch das Auge, vorne in die Brust, ins Herz. Ja, schöne Karten von der Pierluca Zizi und Michel D'Aloisio. Ja, ganz genau. Und dieses Tarot der Gegensätze haben wir gewählt, weil wir ja immer noch in der Tag- und Nachtgleichen Stimmung sind, wo Tag und Nacht ziemlich ausbalanciert sind. Und das gibt die Karte, finde ich, sehr, sehr schön wieder. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ist das nicht der Christopher? Oder? Ja, vielleicht so ein bisschen. Okay, weg damit, wir hauen raus. Die erste Karte liegt. Nehmen wir dann immer die obere oder die untere Seite? Oh, wir nehmen beide. Beide, alles klar. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie das läuft. Ich auch. Ich werde jetzt erstmal wieder die Triangel läuten. Und da kriegen wir noch was ins Kreisle rein. Und wir beginnen mit dem Widder. Lieber Widder, ich habe ja eben gesagt, dass es sehr schön ist für Zwillinge und Waage, dass wir am 28.09. ein Mars-Saturn-Trigon haben. Aber für dich ist das auch sehr schön, denn Mars, dein Herrscher, reist ja durch die Zwillinge. Er hilft dir, strategischer zu sein als sonst. Und wenn jetzt auch noch Saturn dazukommt und ja, Mars ein bisschen festhält, ihn auch in die Verantwortung, in die Verbindlichkeit zwingt, dann kannst du besser Nägel mit Köpfen machen als sonst. Ansonsten wandert Jupiter weiter rückläufig durch dein Zeichen. Er nähert sich immer mehr den Fischen. Das soll dich jetzt nicht so bedrücken. Konzentrier dich auf diese machtvolle Mars-Energie. Setze dir Ziele, die du umsetzen möchtest und ziehe sie jetzt durch. Der Mittwoch ist dafür ein ausgezeichneter Termin. Ansonsten tummelt sich ja wahnsinnig viel in der Waage, deinem Gegenzeichen. Die Venus, wenn sie dann am 29. in dein Zeichen kommt, kann sehr gut dir schöne Nachrichten von Menschen bringen, von denen du gerne etwas hören möchtest. Ansonsten, ja, ganz viel Waage-Energie. Der Neumond in der Waage ist natürlich auch sehr wichtig für dich. Der findet, wie gesagt, in ein paar Stunden statt. Das ist das, was wichtig aus meiner Sicht für dich ist. Und Rui hat schon eine Karte gezogen. Ja, die ist schon so widerig rumgeflutscht. Und hier ist sie auch schon. Mhm. Ja, die 4 der Schwerter. Ne? Aber man muss immer oben und unten mitzählen. Genau. Ja, alles klar. Ich soll es vielleicht gerade hinlegen. So viel Zeit muss für den Widder sein. Ja, vielleicht noch ein bisschen näher ran in die Mitte. So? Ja. Oder so? Nein, das ist zu weit. Ja, ich habe schon geklappt.
So, von oben und unten passt es auch, ja, wunderschön. So, wir sehen, ne, wir haben Tag- und Nachtgleiche. Wir haben den wohlwollenden, annehmlichen Aspekt, dass wir uns mit Gedanken, die von oben kommen, in dieser Woche Liebe, Widder und Innen, damit sehr mit Gedanken sehr gut auseinandersetzen können, dass wir vielleicht den einen oder anderen tollen Gedanken bekommen. Einen super Impuls, einen Flusch nach vorne. Aber ja, wo viel Sonne ist, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und man sollte immer vorsichtig sein, ne? Es kommen nämlich auch destruktive Gedanken. Es könnten auch unangenehme Gedanken kommen, ne? Und die sind dann in seltenen Fällen für uns so schön annehmbar. Das ist die Warnung. Vielleicht auch die Warnung, dass man, wenn man in dieser Phase ist, die jetzt, du hast gesagt, Rückläufigkeit liegt auch hier in der Woche drin für den Widder, dass man, wenn man da so vorwärts stürmen möchte, dass man eben vorsichtig sein muss, damit man nicht mit Destruktivität, auch in der Kommunikation, sich da mehr Leid als wie Freude schafft. Ja, also ich sehe darin sehr stark diese Energie dieses Mars-Saturn-Trigons, ne, dass wir es Kraft der Gedanken, Kraft von Ruhe weiterbringen, als wenn wir irgendwelchen Aktivismus betreiben. Das finde ich passt sehr gut zu der Karte. Und wenn ich mich recht entsinne, ist sie auch der Waage zugeordnet. Ich bin gerade aber nicht ganz sicher, es ist nicht der Mond. Es ist, glaube ich, Jupiter in der Waage. Also auf jeden Fall eine Energie, die gut zu der aktuellen Stimmung Man sieht passt. es auch sehr schön, wenn ich destruktiv bin, ich drehe schnell die Karte um, dann kann man es besser erkennen, ne? Dann liege ich nicht mehr im schönen, satten Gras, sondern dann liege ich auf Steinen, ne? Dann ist der ganze Baum nicht mehr toll, dann habe ich Gewitterstimmung, ne? Hier habe ich, wenn ich mich da, wenn ich den Wohlwollenden nutze, so mache ich sehr schön in die Mitte, dann habe ich natürlich eine tolle Situation. Ja. Und dies, liebe, im Tierkreiszeichen des Wiedergeborenen, waren unsere Worte für euch. Sehr schön gesagt. Der Stier kommt nun an die Reihe und für dich, lieber Stier, ist es natürlich interessant, dass deine Herrscherin Venus am 29.09., am Michaelistag, in die Waage reist. Da gefällt es ihr besser als in der Jungfrau, obwohl die Jungfrau auch gar nicht so schlecht wie sie ist, aber da kann sie sich nicht so toll inszenieren, wie sie das in der Waage kann. Und für dich ist das durchaus angenehm, dass Venus jetzt wieder gestärkt ist. Das kann dir ein positives Selbstgefühl geben und kann dir einfach helfen, ja, selbstbewusster bestimmte Situationen zu konfrontieren, die dich gerade belasten. Uranus läuft ja weiter durch dein Zeichen und will und will und will, dass du dich veränderst. Mit der Venus in der Waage gelingt dir das besser als bisher. Und genieß das einfach. Und wir werden mal schauen, was Roy dazu dir noch für einen Kartenimpuls mitgibt. Ja, nach den vier Schwertern die vier Kelche. Und hier haben wir auch so dieses, ich kann das Licht für mich anziehen mit Emotion. Ich kann das Licht für mich zum Strahlen bringen, wenn ich das, Anführungszeichen oben unten, anständig, ohne verschüttet, verschattet es tue. Wenn ich aber das missbrauche, dann sieht man schon schnell, dass der Kelch brüchig wird, dass dieser wunderschöne Gefäßbecher, den ich hier habe, kaputt geht. Und darum seid ihr, liebe Stiergeborene, darauf hingewiesen. Macht es nicht mit roher Kraft, versucht es nicht mit der Brutalität, sondern versucht diese Woche mit eurer emotionalen Kraft diesen Einfluss, den uns die Sterne geben, zu begegnen. Ja, finde ich auch sehr schön. Es hat auch was Venusisches, diese Frau hier oben. Ne? Sie ist so auch wieder ganz in sich versunken. Vielleicht ist es wirklich gerade auch nach dem Neumond so eine Energie von, okay, ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen in das Herbstgefühl hineingleiten. Ja, dann müsste es aber, also ich sehe die
die da oben dieses Geäst, das Frühlingsding. Denn wenn man dann unten schaut, da ist der Ast verdorrt, ja, da stimmt dann das Ganze nicht mehr. Ich drehe mal schnell um, dann sieht man es besser. Also Herbst und Frühling Ja, könnte man genau, daran sehen. da haben wir dann aber so dieses, ja, fast schon Übergang zum Winter, ne? Ja. Herbstende. Aber von daher gesehen, da bleibe ich gern dabei, dass der Stier mit seiner ganzen emotionalen Kraft und Potenz hier einen Punkt setzen kann. Sehr, sehr schön. Und damit, liebe Stiergeborene, wünschen wir euch eine tolle Woche. Liebe Zwillinge, ihr habt es schon eingangs gehört, Mars ist weiter in eurem Zeichen und der bleibt da noch richtig, richtig lange. Im Oktober ist jetzt ja nicht mehr so weit, wird er rückläufig werden in eurem Zeichen. Und bis dahin profitiert ihr von der Kraft des Marses, um eure Themen nach vorne zu treiben. Und da solltet ihr euch wirklich den Mittwoch merken, wenn Saturn in einem wohlwollenden, wie Rui sagen würde, Aspekt mit Mars verbunden ist, dann könnt ihr richtig was wuppen. Auch, dass wir so eine starke Waage-Energie haben, tut euch gut, denn ihr seid ja selbst ein Luftzeichen. Auch diese Waage-Energie arbeitet euch im Trigon zu, in einem harmonischen Aspekt zu. Und von daher solltet ihr eine gute Woche haben. Aber Rui kann das jetzt natürlich nochmal reißen, indem er nicht eine gute Karte zieht. Aber es gibt ja keine schlechten Karten, oder? Rui. Gibt's ja nicht, die hatten wir letzte Woche auch bei den Zwillingen. Ist ja noch Energie. Irre. Ist ja noch Energie. Ja, wir haben wieder die Power, wir haben wieder unsere Energie. Und wir haben wieder den Hinweis, seid, wenn ihr diese Kräfte einsetzt, euch bewusst, was ihr damit reißen könnt, was ihr damit umsetzen könnt, wo eure Energie liegt. Denn wenn ich das Ganze anständig mache, dann habe ich hier diese Kraft, meinen inneren, ich sage es jetzt bewusst, so Schweinehund zu überwinden, meine inneren Kräfte zu zentrieren und ich kann hergehen und zeigen, was ich umsetzen kann. Wenn ich das Ganze aber destruktiv mache, dann sieht man schon, dann wird aus diesem tollen Löwetier ein ausgehungerter zotteliger, irgendetwas, die Stimmung ist gekippt, man sieht schon die Wolken am Horizont und noch viel schlimmer, das Schloss im Hintergrund ist schon der Hinweis, dass das Richtung Zerfall geht. Darum Energien richtig einsetzen, anständig mit seinen Kräften umgehen und dann wird diese Woche wieder ein Highlight wie die letzte. Für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, das ist die Karte Kraft, haben wir jetzt gerade nicht gesagt. Ne? Ich war jetzt einfach so überrascht, dass es wieder dieselbe Karte ist. Passt super gut zu dieser Mars-Konstellation. Also haut raus, liebe Zwillinge. Und mit diesen Worten wünschen wir alle im Tierkreiszeichen Zwilling, Geborenen, Mond oder Aszendenten eine wunderbare und aufregende, kraftvolle Woche. Damit sind wir beim Krebs angelangt. Und für euch, liebe Krebse, steht ja gleich wieder ein Höhepunkt bevor, kurz vor Mitternacht ein Neumond. Und ihr wisst, Neumonde sind für euch immer etwas sehr Wichtiges, denn da setzt ihr quasi mit einem neuen Zyklus an. Diesmal in der Waage. Gut, das ist jetzt nicht ganz euer Traumzeichen, aber dennoch könnt ihr euch jetzt sehr, sehr gut persönlich auf den Herbst einstimmen und eure Ziele für die nächsten 28 Tage klar rücken. Ansonsten ja, nichts Neues in eurem Universum. Wir brauchen jetzt einfach eine Karte von Rouet, um dann nochmal zu schauen, was wichtig für euch in der kommenden Woche wird. Da ist sie, die Karte. Achso, ich Yes. soll sie umdrehen. Naja. So, wen haben wir da? Wir haben hier die 6 der Stäbe. Ah, das ist die 6 der Ja, Stäbe. Okay. oben 3, unten 3. Wenn ihr, liebe Krebse, eure Kraft wirklich bündelt, dann steht euch nichts im Weg. Dann könnt ihr diesen Lorbeerkranz wunderbar
auf Händen tragen und ihr könnt beweisen, wie gut, wie toll eure Rüstung euch geschützt habt und euch durch jeden auch noch so kleinen Konflikt durchlaborieren, aber immer nur, wenn ihr eure Kräfte richtig und wohlwollend schön einsetzt. Wenn ihr aber das Ganze missbraucht, ich drehe das mal um, damit man das besser sieht, dann sieht man, wie selbstherrlich, wie, ich würde fast schon sagen, despektierlich der da kommt und auch zeigt, hey, das habe ich alles gemacht, ich habe gesiegt, ich bin der Winner und keiner kann mich toppen, aber wir sehen auch schon wieder im Hintergrund, die Bäume sind laublos. Er selber hat eine zerrissene Rüstung, er hat ein kaputtes Wams und er strotzt nur so von Selbstherrlichkeit. Darum seid ihr aufgefordert, euch an eure guten, tollen, selbstlosen Energien auch zu halten, um diese Woche schön und mit eurer Energie zu bewegen. Und ich glaube, Kirsten wird das noch mit der einen oder anderen astrologischen Querbemerkung unterstreichen. Nee, mir fällt da gerade nicht so viel zu ein. Ich finde die Karte interessant, weil ja keine anderen Leute drauf sind, ne? Und der eine, würde ich sagen, ist gewappnet für das, was auf ihn zukommt. Der andere konzentriert sich zu sehr auf das, was er bisher erreicht hat und glaubt, dass das alles so irgendwie schon klappen wird. Thema der Gesellschaft gerade. Und mit diesen Worten für alle im Tierkreiszeichen Krebs geborenen wünschen wir eine tolle Woche. Ja, das nochmal gesagt, der Krebs, der Mond steht ja auch immer für kollektive Energie. Ne? Von daher fällt das vielleicht hier so ein bisschen auf, dass das so ein Thema ist, was ja zu allen möglichen passt. Gut. Dann gehen wir in die nächste Runde. Ja, der Löwe ist an der Reihe. Herr Christopher hat letztes Mal beim Löwen laut Herzensmensch nicht so die beste Karte Oh, gezogen. Ich schau. hoffe, lieber Roy, du gleichst das jetzt wieder aus. Keine Garantie. Ansonsten, lieber Löwe, für dich auch sehr, sehr wichtig, der Neumond, der gleich stattfindet. Ebenso wie für den Krebs ist das einfach immer eine für dich sehr wichtige, strukturierende Zeit. Du hattest auch gerade einen Übergang deines Herrschers Sonne von der Jungfrau in die Waage. So ist dieses ganze Wochenende für dich vielleicht etwas aufwühlend und interessant gewesen. Aber in der kommenden Woche sollte es dann ruhiger werden, denn im Feuer passiert einfach gerade nicht besonders viel. Was ganz interessant ist, dass Saturn halt dieses Trigon mit Mars bildet. Saturn läuft durch dein Gegenzeichen Wassermann. Für dich kann das auch bedeuten, dass du von außen positiven Wind bekommst, um etwas für dich umzusetzen. Also du musst da gar nicht so viel tun gerade. Das heißt nicht, dass du niemals was tun musst, aber in der kommenden Woche kannst du es, glaube ich, etwas entspannter angehen. Es sei denn, Roy wird das mit den Karten jetzt anders sehen. Was war denn für eine Karte letzte Oh, Woche? das verrate ich noch nicht. Erst mal umdrehen. Nee, dann bleibt sie so. Komm jetzt. Der Gehängte. Der Gehängte. Vielleicht habe ich. Vorher habe ich bei der Kraft ja auch die 8 wieder hingekriegt. So. Häng, 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 häng. Oh, Mystikack, der Herrscher. Mensch. Herrscher. Der Herrscher. Liebe Löwen. Auch bei euch wieder, wie vorher beim Stier schon. Wenn ihr eure Energien anständig, vernünftig und mit dem Blick aufs große Ganze einsetzt, ja, wir sehen schon, der hat da kein Richtschwert, der hat da keinen Reichsapfel, sondern der hat das Kreuz der Gerechten. Dann wird das eine tolle, ausgeglichene Woche. Dann habt ihr nämlich eurer Kraft Genüge getan und es kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren. Wenn ihr aber, und jetzt sieht das Ganze mal so martialisch aus, ne? Mit einem Nerzmantel, mit einer Zackenkrone, damit ich meine Herrschaft noch mehr repräsentiere. Wenn ihr da das Richtschwert brauche, dann gehe ich schon Richtung Despot, dann sitzt sie aber auch nicht mehr auf einem schönen Thron, sondern dann wackelt er auch schon. Oder er ist vielleicht gar nicht mal so stabil, wie ich es mir vorstelle.
Und darum seid ihr, liebe Löwin und Löwinnen, aufgefordert, die nächste Woche hier eure Energien wirklich klar einzusetzen und nicht zu missbrauchen. Ja, also du redest immer von Missbrauch. Was stellst du dir darunter vor? Wenn ich hergehe und meine Kraft für eine Gruppe einsetze, für Unterstützung einsetze, dann habe ich diese Energie gemacht und dann wäre ich auch so in diesem Glanz und Gloria wahrgenommen. Wenn ich aber hergehe und ich setze meine Kraft nur für mich ein und ich baue nur auf mich und der Rest des Kollektivs geht für mich hinten raus, dann wäre ich als wohlkräftig wahrgenommen, aber eben als einer, der seine Kraft missbraucht, der seine Kraft nicht richtig einsetzt, der nicht für das Kollektiv da ist. Kann ich gut verstehen. Also mehr Sozialdenken, weniger nur für sich persönlich etwas erreichen wollen. Das ist definitiv auch ein Motto des Jahres, wenn nicht der nächsten Jahrzehnte. Mit diesen Worten, liebe Löwegeborenen, wünschen wir euch, dass die kommende Woche kraftvoll für euch gelebt wird. Yes. Liebe Jungfrauen, ja, Merkur besucht euch gerade wieder. Venus verlässt euch in dieser Woche. Das ist einerseits ganz schön, dass Merkur für euch da ist. Andererseits wird er euch jetzt nochmal auf Fehler aufmerksam machen, die ihr im Spätsommer getätigt habt, wo ihr vielleicht falsche Pläne gemacht habt, etwas falsch kalkuliert habt. Das kann unangenehm sein, ist aber sehr nützlich, weil ihr dann, wenn er wieder richtig herumlaufen wird, ab dem 3. Oktober, wenn ich mich recht entsinne, dass ihr dann wirklich im Flow seid und gut durch den Herbst kommt. Ihr seid ja ein emsiges Zeichen, das immer auch vordenkt. Von daher mache ich mir um euch nicht so viele Sorgen. Nicht so schön, dass der Liebesplanet euch verlässt, aber ihr habt ja jetzt wirklich viele Wochen von ihm profitieren können und könnt es jetzt der Waage gönnen, dass sie nicht nur Geburtstag hat, sondern auch die liebe Venus bei ihr wohnt. Die Karte, die Roy gezogen hat, liegt ja bereits bereit. Roy, erzähl mal, was jetzt für die Jungfrau auch noch wichtig ist. Was sehen wir? Ui, ui, ui. Ja, super schön. Wie viele Kelchlein haben wir? Wir haben drei. Ja, unten eins, in der Mitte eins, oben eins. Mhm. Und diese drei der Kelche geben den Jungfrauen. Du, das war auch bei der Jungfrau diese Woche. Entschuldige, aber Chaka, erzähl weiter, entschuldige. Diese drei der Kelche geben den Jungfrauen nochmal vor, feiert. Ne? Ihr habt es ja noch. Ihr könnt ja noch, ihr dürft ja. Und auch hier ist wieder, ne, wenn ich meine Energie, wenn ich meine emotionale Kraft so schön und so toll einsetze, dass man das Genießen in den Vordergrund stellt, dann ist es toll. Wenn ich aber hergehe und sage, das Einzige, was mich interessiert, ist das Saufen. Und wenn es mir nicht so passt, dann wirf ich das Getränk einfach über Bord. Dann ist es natürlich für alle schlecht, denn dann vergieße ich meine Energie sinnlos, ohne einen wirklichen kraftvollen Ansatz für mich und mein Umfeld gemacht zu haben. Ja, und darum, schaut mal, ist doch ein viel schönerer Effekt, wenn ich das in Friede, Freude und Glücklichkeit mache. Ja, schön gesagt. Ich denke, damit können wir das so stehen lassen. Ich habe da, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Und offensichtlich macht es Sinn, dass ihr euch nochmal das Video von der letzten Woche anschaut, denn da gibt es einige Parallelen. Und wir wünschen den Jungfrauen eine noch feurig-feierige Zeit. Schön gesagt. Ja, wie du weißt, ist ja immer jetzt die Trinkpause. Wir haben übrigens hier mal wieder Iris Tassen bemüht. Gruß nach Bayern, wo immer noch das Oktoberfest tobt. Oder da schon wird ja wieder auch viel Kaffee getrunken. Da wird nur Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Oh.
Keine Schweinsohren. Ihr seht also, wir nehmen dieses Video zu einer anderen Tageszeit auf, als wir es sonst aufnehmen, denn im Augenblick brauchen wir noch Kaffee. Aber ansonsten, ja, es gibt nichts weiter Neues zu berichten von unserer Seite. Große Neuigkeiten wird es Ende Oktober geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten läuft alles wie üblich bei uns und deswegen halten wir uns jetzt gar nicht weiter mit Neuigkeiten auf, sondern reden über das nächste Tierkreiszeichen. Ja. Und das ist, jetzt habe ich es falsch schon gemacht, die liebe Waage. Nicht nur das nächste Zeichen, sondern das Star-Zeichen der aktuellen Woche. Denn, liebe Waage, es ist seit Freitag deine Geburtstagszeit. Du hast uns den Herbst beschert und die Tag- und Nachtgleiche. Und ja, außerdem hast du jetzt gleich deinen Neumond. Das ist in wenigen Stunden der Fall. Diesen Neumond solltest du nutzen, um dir wirklich vorzunehmen, was du in den nächsten 6 Monaten erreichen möchtest, bis zu deinem Vollmond, der dann in der Widderzeit stattfindet. Ansonsten ist für dich auch interessant dieses Mars- und Saturn-Trigon, denn es findet ja auch in den Luftzeichen Wassermann und Zwillinge statt. Auch dir kann das äußerst konstruktive Energie geben, um etwas durchzusetzen für dich. Und dass der rückläufige Merkur dich verlassen hat, zurück in die Jungfrau gegangen ist, da bist du sicher auch nicht so wahnsinnig unglücklich drüber. Weiterer Höhepunkt am 29.09. am Michaelistag geht Venus in dein Zeichen. Hip, hip, hurra, Selbstwert, attraktive Menschen, du selbst attraktiv. Was willst du mehr? Das wird eine sicher interessante Zeit für dich. Lieber Roy, ich hoffe, du kannst das mit deiner Karte unterstützen. Zeig mal her. Vielleicht habe ich auch wieder die gleiche wie beim letzten Mal. Nee. Ja, was haben wir denn überhaupt? Ja, frage ich mich auch gerade. Ist es die 8? Nee, es ist die 9. Die 9, okay. 1, 2, 3, 4. Dieser Baumstein 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Steht doch auch auf der Seite. Ja, ich glaub's dir. Ich hab's nur versucht zu suchen. Ja, wer Geburtstag hat, soll auch mit Kraft belohnt werden. 9 Stäbe stehen ja eigentlich so für Geschwindigkeit, für Power, für nach vorne streben, nach nicht lang aufhalten mit irgendetwas, sondern für diese tolle Möglichkeit, im Jetzt die Kraft umzusetzen. Und wir sehen es schon, diese sportliche Figur im internationalen Orange, habe ich letzte Woche gelernt, in dieser Kleidung gibt ja schon die Energie auch vor. Der zeigt ja auch, was kann ich tun, wenn ich jetzt in meinen Geburtstagsmonat gehe, was kann ich dann noch alles für powervolle Feiern machen, wo ich mit meinem ästhetischen Ansatz punkten kann. Missbrauche ich aber diese Kraft, gehe ich da zu unangenehm rein, dann kann es passieren, dass mir der Wind um die Ohren pfeift. Wenn ich diese Energie falsch umsetze, dann kann es mir passieren, dass aus dieser Geschwindigkeit, aus diesem Wohlwollen ein Shitstorm wird. Und dann sind wir dem Regen, dem Wind, den Energien der Umwelt ausgesetzt. Shitstorm, das finde ich ganz schön für dieses Bild. Ja, interessant. Ja. Und darum, liebe Geburtstagskinder der nächsten Tage, bitteschön, haltet euch an die Person mit dem durchtrainierten 8-Back. Ja, vielleicht auch einfach wirklich in Bereitschaft sein, sich nicht hängen lassen und sagen, ach, alles ist schön, ne? Sondern diese Mars-Saturn-Energie nutzen, um vielleicht auch mal eigenständig Entscheidungen zu treffen. Das ist ja bei der Waage immer manchmal so ein bisschen schwierig. Ja. In diesem Sinne wünschen wir allen Geburtstagswaagekindern eine ganz aufregend schöne, feierfeurige Woche. Ganz genau.
Der Skorpion kommt an die Reihe und lieber Skorpion, es tut mir echt leid, ich habe für euch keine Neuigkeiten. Das Einzige, was sich gerade bei euch tut, ist, dass Uranus weiterhin durch den Stier euer Gegenzeichen reist. Es ist eine Zeit der Vorbereitung, denn so langsam rückt ja eure Geburtstagszeit näher. Halloween rückt näher, Samhain rückt näher, die Schleier, die sich langsam öffnen und wenn die uns dazu bringen, noch tiefer in die Dunkelheit uns zu bewegen. Aber im Augenblick ist es vielleicht Zeit, sich so ein bisschen zurückzunehmen, sich zu entspannen, das Jahr Revue passieren zu lassen und dann zu überlegen, was nehme ich mir für mein neues Lebensjahr vor. Es sei denn, Rui hat eine andere Karte gezogen, die nochmal euch auf ganz andere Gedanken Die, bringt. den ganzen, das ganze Universum, die Gestirne verschiebt. Ist ja kein Problem für einen Skorpion. Das ist eine der Hofkarten. Ja, würde ich auch sagen. Page, Das ist der Prinz. Bube. Können wir sie einfach mal Ja. anheben? Zwei kurzsichtige Menschen. Ja. Das ist der Bube. Der Bube. The Boy. Boy, boy. Aber man sieht schon Stab. Stabenergie. Ja. Also, liebe Skorpione, wenn ihr es schafft, eure Energie, eure Klarheit, euren Scharfsinn, euer Blick auf den Punkt, der euch ja auszeichnet, wenn ihr es schafft, den wirklich in der Kraft für die Gruppe, für das Kollektiv umzusetzen, dann, dann habt ihr diesen feurigen Stab entzündet, dann könnt ihr auch ganz klar zeigen, das ist unsere Energie, das ist unsere Kraft, das ist das, was wir hergeben, was wir gerne für alle nutzen, und zwar gemeinsam nutzen. Schattenseite, ne? Missbrauchen wir aber unsere Energie, dann wird aus diesem Feuer ein verkohlter Stab. Und dann ist nichts mehr mit Energie, mit Licht von oben, sondern dann müssen wir uns mit unseren dunklen, unbequemen, traurigen, mystischen, ja, destruktiven Seiten auseinandersetzen. Und darum, auch wenn schon das Geburtstagsmonat von euch aus der näheren Entwicklung wackelt und winkt, aber noch ist es nicht. Und darum bitte mit der wohlwollenden, positiven Energie. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Energie, die ich finde ich auch gut zum Skorpion passt. Ja, die hat er ja auch. Das bringt ihm ja auch dann immer wieder diesen Strahlemoment, diesen Aha-Faktor, das Hinweisen. Schaut mal, da haben wir eine Form der Gefahr abgewandt. Spannend. Mit diesen Worten, liebe Skorpiongeborenen, wünschen wir euch eine hell erleuchtete, kräftige Woche. Der Schütze kommt an die Reihe. Und ihr, liebe Schützen, auch für euch ist nicht so viel Neues los. Ähnlich wie beim Löwen kann es sein, dass am 26., Verzeihung, am 28. Es passiert, dass ihr von außen Hilfestellung bekommt. Mars und Saturn in Zeichen, die euch da ganz gut zuspielen können. Nein, Merkur hat nichts mit euch zu tun, aber der rückläufige Jupiter stresst euch vielleicht auch noch etwas. Es ist halt nicht so angenehm, wenn der eigene Herrscherplanet rückwärts durch ein Zeichen läuft. Das nimmt einen ein bisschen den Optimismus, aber es dauert nicht mehr lange, dann ist auch der wieder direkt. Und vorher geht er noch in die Fische. Das wird für euch nochmal eine richtig schöne Zeit. Also Ball flach halten, die Kirche im Dorf lassen. Und darauf hoffen, dass von außen jetzt ordentliche Impulse kommen, die euch Energie geben. Oder eine tolle Karte von Rohe kommt, die euch Ja, Energie gibt. und vorher kriegen wir noch von Kirsten zwei Fünfer ins Phrasenschwein. So, was haben wir? Ja. Papa, die 14. Na super. Ne? Die Schützekarte. Latemperance. Also, liebe Geschützten, was? Mach weiter. Ihr seht schon, wenn ihr euch dahingehend
motivieren könnt, eure Fantasie, eure grenzenlose, wissensbefleckte Energie nach vorne haut. Keine Gesichtchen, Wissensbefleckt. keine Gesichtchen, dann seht ihr schon, könnt ihr das Irdische zum Himmlischen bringen. Sieht man sehr schön auf dem, ja, dritten, vierten Auge. Aber wenn das missbraucht wird, wenn das nicht für diese Kraft, die in euch schlummert, genutzt wird, dann bleibt das nur für euch. Und wenn nur das für euch bleibt, dann habt ihr einen Loop, der euch nichts bringt, der euch nicht beflügelt, der euch nicht weiterbringt, der euch mit eurer Form des Austausches nur hemmt und nicht beflügelt. So ein bisschen im eigenen Saft kochen, ne? Ja, und auch so immer wieder zurückkommen, immer wieder wiederholen, immer wieder das Gleiche vor sich hin brabbeln, bringt gar nichts. Aber wenn ich mir hier erlaube, mein ganzes Wissen nach außen zu bringen, meine Fantasie fließen zu lassen, bam, was kann uns mehr passieren? Ja, die Mäßigkeit ist sowieso eine Ja. Schützekarte, eine sehr schöne Karte. Und mir fällt dazu ein, dass es vielleicht wirklich noch darum geht, eure Visionen, die ihr im April und Mai hattet, nochmal aus der Schublade zu holen und zu überdenken, wie gehe ich die ab Ende Oktober an? Denn dann wird das Thema für euch sein. Ja, und dann kann man jetzt schon üben. Ganz genau. Und in diesem Sinne wünschen wir allen Schützegeborenen eine intellektuell beschienene Wissensbefleckt und intellektuell beschienen. Viel Spaß, liebe Schützen. Tja, kannst du was lernen, ne? Ja, der Steinbock kommt sicher auch wie üblich wissensbefleckt daher. Ich grüße alle Steinböcke, die wir kennen und nicht kennen, an dieser Stelle Jodi und ho. sage, ich glaube nicht, Tim. Kirsten, aber Und nicht Kirsten. sage gleichzeitig, dass auch für euch, liebe Steinböcke, Nichts gerade los nichts ist. los ist. Ja, der Christopher hat letzte Woche sich nicht so eine gute Karte zugezogen. Ja. Zugezogen passt wirklich sehr schön. Ja, Ich übergebe, glaube ich, jetzt gleich bei Anroe, weil für euch der ist Wortwitz, astrologisch einfach gerade der Sense. Ofen aus. Und beziehungsweise rückläufiger Merkur in der Jungfrau macht euch auch nicht viel glücklicher. Ich schweige jetzt. Ja, besser ist, hat sich um Karten und Astrologie geredet. Okay, wir zeigen die Karte für, sollen wir sie wirklich zeigen oder Ja, komm, weitergehen? gib Gas. Huch. Na, bitteschön. Ja, da sieht man ja voll den Christopher drin, oder? Drei der Schwerter. Ich weiß nicht, was letzte Woche los war. Acht der Schwerter. Boah, da hat er schon abgegeben. Hat er schon fünf verloren. Drei Schwerter. Ja. Wenn wir uns als Steinbock uns bewusst sind, dass wir nicht nur nach vorwärts streben wollen, sondern uns auch unseren Gedanken immer wieder widmen und mal überlegen, was kann ich denn verändern? Wo kann ich denn aussortieren? Wo kann ich denn Dinge durch Austausch für mich ins Wohlwollende bringen? Dann, liebe Steinböcke, ist das eine Woche. Aber wenn man natürlich, und das ist jetzt wieder das gleiche Thema, wie wir es vorher gerade hatten, ne, im Saft kochen, immer wieder die eigenen Ideen, immer wieder das gleiche Ziel, dann wird diese Woche belastend. Und darum seid ihr aufgefordert, erlaubt euch mal, was Neues, Angesagteres zu tun, als wie nur dieser Rückzug in die eigene Kammer, vermauert und destruktiv. Ja, ich finde die Haltung von ihr sehr interessant. Sie strebt so nach oben, ne? Ja, Das hat so sie. was so durch Widerwärtigkeiten zu den Sternen für mich. Nee, für mich ist es so. Ich erlaube mir, Gedanken zu verändern, indem ich weggehe von diesem Wissen, Wissen, Wissen hin zu einem, ich erlaube mir zu glauben. Das höhere Selbst, wer immer sie da auch beleuchtet.
Spannende Karte. Und liebe Steinbock-Geborene, mit diesen Karten wünschen wir euch eine austauschkräftige Woche. Wir nähern uns dem Ende des Wochentagesskopes. Zwei Zeichen gibt es noch zu besprechen und das eine davon ist der liebe Wassermann. Ja, und liebe Wassermänner, normalerweise sage ich ja an dieser Stelle für euch keine Neuigkeiten, aber in dieser Woche habt ihr doch ein wirkliches Highlight, nämlich das Trigon von Saturn, der ja durch euer Zeichen läuft, mit Mars in den Zwillingen. Das ist am 28.09. exakt und für euch wirklich eine sehr, sehr gute Vorlage, um etwas umzusetzen, was ihr bisher nicht geschafft habt, was ihr vielleicht auch auf die lange Bank geschoben habt. Und nun ist es an der Zeit, das anzugehen. Auch der Neumond jetzt nachher ist für euch sehr gut. Der findet ja auch in einem Luftzeichen statt. Und dass sich überhaupt die Energie aus der Jungfrau raus in die Waage bewegt, ist durchaus konstruktiv für euch, ebenso wie für die Zwillinge. Also in dieser Woche solltet ihr jetzt langsam Aufwind bekommen, wenn es etwas stagniert hat in eurer Zeit, in der letzten Zeit bei euch. Und Ruhe, ihr habt dazu sicher auch noch was aus Sicht der Karten beizusteuern. Ist die vier der Stäbe? Ja. Ja. Oder zwei? Nee. Vier. Vier. Man sieht's. Oben einer in der Mitte, einer unten, einer. Und die beiden unten sitzen auch noch am Stamm. Am Stamm. Oben stehen sie, unten sitzen sie drauf. Ja, liebe Wassermänner und Wasserfrauen, wenn ihr euch erlaubt, in der nächsten Woche durch astrologische Unterstützung rauszugehen, wieder eure Energien rauszutragen, wieder euer Wissen, eure Fantasie, euer Forscherdrang rauszutragen. Und man sieht es ja auf dem Bild oben sehr gut, die tragen richtig ihre Schätze in einem großen Korb, die trauen sich das anzubieten, dann kann das eine spannende, tolle Woche werden, wo ihr sehr viel für euch partizipiert, wo ihr euer Feuer wieder toll nach draußen bringt. Wenn ihr aber nichts anderes tut, als wie euer Vergangenes zu gucken und euch nicht bewusst seid, wie viel Kraft in euch steckt, dann werdet ihr im Prinzip nur auf Vergangenes, Altes, nicht mehr Notwendiges gucken, nämlich verbrannte Erde. Und darum bitte nicht stagnieren, sondern nach vorne blicken. Entschuldigung, Aufbruch und Aufbau ist jetzt euer Thema und das sieht man hier wunderschön und toll. Ja, auch dieses Thema mit anderen etwas zusammen zu machen, was ja ein Wassermann-Thema ist, wird hier gefördert. Also keine Alleingänge, sondern schauen, dass man mit Themen. anderen in Verbindung kommt. Dabei kann euch Venus in der Waage nochmal unterstützen. Überlegt euch, mit wem ihr etwas machen wollt in den kommenden Monaten. Und mit dieser energiegeladenen Karte wünschen wir allen Wassermännern eine schöne Woche. Haben wir noch was? Wir haben Ah, die Auftragsarbeit kommt jetzt, ne? die Auftragsarbeit, ganz genau. Ich bin mir sicher, einige von euch haben sich für die Fische eine gute Karte gewünscht. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Die Karte wird uns gleich genannt werden. Ja, liebe Fische, auch für uns keine Veränderung. Neptun weiter rückläufig in unserem Zeichen. Naja, die Kraft geht jetzt aus der Jungfrau raus. Auf der anderen Seite rückläufiger Merkur wieder in der Jungfrau. Ja, das könnte doch noch mal ein bisschen kompliziert sein. Also noch nicht Smartphones neu konfigurieren oder sich ein Auto kaufen. Wartet jetzt einfach noch eine Woche ab. Dann läuft alles wieder besser. Schatz, wir brauchen kein Auto. Ja, Und dein Handy ist auch nicht zum aber ich sage Konfigurieren. ja einfach, für andere Ach so. Leute könnte das ja ein Fall sein. Und jetzt wird die Karte für die Fische von Rohe umgedreht, enthüllt und bitte lass es eine gute Karte sein. Zehn der Kelche. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, okay. Zehn der Kelche. 10 der Kelche ist ja eigentlich nicht so schlecht. Papa. Mars in Fische. Ja, so.
Liebe Fischinnen und Fische, ihr seht schon, wenn ihr euch erlaubt, die nächste Woche im Kreise einer Gruppe, im Kreise von Austausch, im Kreise von Gleichwertigkeit zu verbringen, dann hat, was hast du gesagt, Mars in den Fischen einen sehr tollen Job gemacht. Wenn ihr aber das Ganze destruktiv angeht, wenn ihr glaubt, man kann damit hintenrum und kleinen Sticheleien und anderen Dingen sein Brot verdienen, dann muss ich euch enttäuschen. Denn dann schlägt Mars mit seiner ganzen Kraft zu und dann ist es nicht mehr dieses wunderschöne Wohlwollende, sondern dann haben euch die Sterne gezeigt, dass sie nicht mit sich spielen. Also heißt das, wir sollen jetzt viel mit anderen Leuten unternehmen, oder? Ja, ich würde den Fischen empfehlen, eine Energie rauszubringen, die für viele hilfreich ist und die auch emotional ist. Ja? Und man sieht ja, da was krabbelt da hoch, ein Marienkäfer. Ja? Und das ist ja auch so ein Thema der Transformation. Und darum auch diese wunderschönen Tulpen, die wir da hier sehen. Und, also all das ist Hinweis darauf, auf das Kollektiv stärken, auf die Gemeinschaft stärken, auf auch sich zu erlauben, draußen sein Wissen zu geben, seine Emotion zu geben, um allen rumherum das freudig zu machen und nicht mit Hoppla, jetzt bin ich Mentalität. Mhm. Gut. Und mit dieser Karte wünschen wir den uns so freudig gestimmten Tierkreiszeichen Fische und all die, die darin geboren sind, eine wunderbare Woche. Du hast das Mantra geändert. Aber egal, ich lasse das jetzt mal durchgehen. In der nächsten Woche wird das wieder anders laufen. Jetzt, das hat der Christopher sicher letzte Woche viel besser gemacht. Na, ne? Das kann ich nicht sagen. Aber er hat nicht geschummelt. Jetzt, was geschummelt? Na, falsches Mantra halt. Jetzt geht es noch an die Quintessenz und lieber Roy, ja. Ich greife mal wieder zu meinem Taschenrechner. Und ich greife zu den Karten und wir zählen wieder durch den Tierkreis. Yes. Wir haben bei den Widder begonnen mit 4 Schwertern. Danach kamen die 4 Kelche. 8. Dann kam die Kraft mit 8. Nochmal eine 8. Dann kamen die 6 Stäbe. 22. Dann kam der Herrscher mit 4. 26. Die 3 Kelche. 29. Die 9 Stäbe. 38. 0, der Bube. Dann hatten wir die 14. 52. Die 3. 55. Die 4. 59. Und nochmal 10. 69, also die beliebteste Karte von allen, die wunderschöne 15. Und ich darf jetzt endlich auch mal ein paar Karten zur Hand nehmen. Boah, ich kenne die ja gar nicht. Boah, und kleben auch noch. Gut. Ja, kannst aufhören. Ach, hast sie schon? Cool. Ihr habt sich ja auch schon herausgefunden, um welche Karte es geht. Und Roy, enthüll sie doch mal. Ja. So sieht der Teufel aus, wenn er wohlwollend ist, ne? Aber so wollen wir ihn wirklich haben, ne? Sind es nicht die Liebenden, das ist der Teufel? Ja, okay. Ja, also wirklich diese Verbindung zwischen Liebenden und Teufel, sehr klar. Ja, ich finde, das passt super zu all dem, was du... Geniale Darstellung. Ja, also ich finde, es passt sehr gut zu all dem, was du heute gesagt hast, ne? Dass es darum geht, keine Alleingänge zu schieben, kein Missbrauch, wie du es sagtest, mit den kraftvollen Energien der Waagezeit anzufangen, sondern wirklich mehr auch auf die anderen zu schauen, nicht in die Projektion zu gehen, die Fehler bei sich selbst zu suchen. Fairness ist ja ein ganz großes Stichwort der Waagezeit. Ja. Und ich glaube auch mit diesem Michaelistag, da ist wirklich auch ein Energie-Power, ein Energiepuster für alle da. Und wenn wir den wirklich für uns nutzen, dann könnte das so der Schub sein, der notwendig ist, durch diese jetzt immer kürzer werdenden Tage zu kommen.
Ja, und Michael ist ja auch derjenige, der Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat, ne? Ein Ein bisschen die kleiner Warnung, Rausschmeißer. genau, der Rausschmeißer, so ein bisschen die Warnung, es nicht zu übertreiben. Ja, schön. Kirsten, das war doch Ui, eine schöne Folge, ne? fand ich auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder aktiv. Wie genau, werdet ihr erfahren, wenn ihr uns abonniert? Wenn ihr die Glocke läutet und wenn ihr immer wieder vorbeischaut, um zu wissen, was wir alles Tolles machen. Im Kanal der Mantika findet ihr uns. Danke, dass ihr dabei wart, meine Lieben. Ich habe mich auch wieder gefreut, heute für euch und mit Kirsten zusammen nicht nur astrologisch, sondern auch tarotistisch mit den Symbolen in die Zukunft zu blicken, für uns alle. Und in diesem Sinne, never give up. Never give up. Bye bye.